hier ist für euch wieder der Thorsten. Ja, nach knapp 14 Tagen, sage ich mal, wieder zurück. Sehr turbulent die letzten 2 Wochen, Beerdigung. Und ja, in der letzten Woche ging es dann mal ab zu meiner Mutter und dann gleich 2 Termine bei der Polizei. Ermittlungen laufen immer noch, das ist längst noch nicht vorbei. Gerade wieder zu Hause denke ich, okay, ich muss noch eine Folge für morgen machen. Also, ne, die ihr jetzt gerade seht. Und sehe, oh, wir haben hier noch einen Auftrag in der Mache Milchpulver von Cambridge. Und ich habe keine Ahnung, wo wir im Moment sind. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine Runde weiter und gucken da mal. So eine circa einen ganz kleinen Moment eben. So, ich musste mal eben mein Telefon an den Start holen, weil das Telefon zeigt nämlich die Uhrzeit an. Und ohne Uhr, ja. Wollten wir schlafen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir aufgehört haben oder wie weit wir jetzt noch müssen. Ich weiß von nichts. Wir fahren jetzt einfach mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, der prescht uns gleich rein. Ist über eine Woche nicht gefahren. Da hinten kommt auch einer. Seit wann fahren auf den Parkplätzen so viele Autos? Eieieiei. So, was haben wir denn? Wir haben 8:55. Wir fahren natürlich vernünftig und wir fahren etwa eine Viertelstunde. So habe ich mir das vorgenommen. Länger sollen die Folgen nicht mehr sein. Ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Die Abonnentenzahlen sind gestiegen. Ich wollte dieses Jahr die 100 schaffen. Ich habe es ja geschafft. Mal gucken, wie lange das hält. Und jetzt müssen wir sehen, hier müssen wir raus. Ruckelt jetzt ein bisschen, ja. Und wir haben hier eine Mautstation. Mautstation? Mautstation. Hier müssten wir eigentlich, wenn wir nicht zu schnell fahren, sauber durchkommen. Euronen. Ja, sehr schön. Man gönnt sich ja sonst nichts, da bezahlt man mal Maut von 78 Euro. Und wo sind wir überhaupt? Auf jeden Fall fließt die Kohle. Das ist schon mal, ne? Im wahren Leben läuft's auch. Zwar, ja, zwar rückwärts und bergab, aber es läuft.761 Kilometer noch sogar, Mensch. Das reicht ja noch für so 2 Folgen. Im Übrigen habe ich festgestellt, auch jetzt seit, ich sag mal, 14 Tagen Abstinenz, wenn man das mal so ausdrücken darf. Immer noch kein Update, immer noch keine neuen Scanias. Also, das DLC ist auch noch nicht draußen. Ja, mal gucken. Later this year hieß es. Und wir haben jetzt allerdings mittlerweile schon, ja, war mir klar. Wir haben jetzt allerdings mittlerweile schon November. Es wird mal so langsam Zeit. Vielleicht wird es ein Weihnachtsgeschenk für uns alle. Warum kommst du nicht in eine Puschen hier? Was soll das? Seriös den Transport. Aha. Rechte Hand ein Mähdrescher. Die haben allerdings nie ein Mähwerk dabei. Ich möchte wissen, was der mit dem Ding ausrichten will. Jedenfalls nicht irgendwas dreschen. Denn die größeren haben ja doch in der Regel einen Hänger hinter und ziehen ihr Mähwerk dann selbst. Ist vielleicht ein
Wundermähwerk, der braucht das nicht. Bleib stehen, Egon. Naja, ich hab das Blinken vergessen. Nee, ich hatte also echt nicht auf dem Schirm, dass wir hier noch einen Auftrag am Start hatten. Nun denn, fahren wir ihn zu Ende. Aber dem Blog nach, nee, ja, dem Blog nicht, ich habe es eher bei Facebook gelesen, sagen wir mal so. Da scheint von seitens SCS doch noch so einiges zu kommen. Also irgendwie auch noch andere Schwertransporte wohl mit Überbreite und so ein Krempel. Könnte noch interessant werden. Trotzdem weiß kein Mensch, wann die neuen LKW kommen. Scania, Renault fehlen. Ich hätte ja schon mal gesagt, weil angedeutet wurde, es könnten lizenzrechtliche Probleme sein, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Softwarehersteller Mühen und Arbeit reinsteckt, beispielsweise diesen Scania oder den Renault zu bauen, diese LKW sogar beim Hersteller selber vermessen darf, was ja auch schon mal darauf hindeutet, dass es kein Lizenzproblem sein kann. Ich habe keinen Schimmer, warum es nicht geht. So, dann wurde ich im Laufe dieser ja, 2 Wochen darauf hingewiesen. Ich habe die Community etwas vernachlässigt, aber war auch nicht so viel drin. Darauf hingewiesen, dass es wieder mal so ein paar neue Packages gibt von Jessica. Sag mal, bist du noch ganz richtig? Die ich jetzt im Moment aber noch nicht drin habe. Und ich werde auch erst diesen Auftrag zu Ende fahren. Sonst könnte es nämlich passieren, dass er flöten ist. Ich wollte auch mal gucken, ob wir überhaupt schon. Nee, wir haben noch nicht mal Schaden eingefahren. Das hätte fast dieser ADAC-Typ da eben geschafft hier. So, ich habe mir jetzt auch erstmal geschworen von dieser ganzen Beerdigungsgeschichte und so weiter und so fort, werde ich mir die nächsten 2 Tage definitiv nichts angucken. Ich muss echt irgendwo mal wieder runterkommen. Würde auch gerne mal wieder eine Runde schlafen. Was da passiert ist, kann man den Medien entnehmen. Da gibt's eine, ja, wie heißt das? Die N, glaube ich, aus dem Emsland. Da läuft also mindestens einmal in der Woche ein Bericht, was die Polizei Neues freigegeben hat für Informationen. Und ja, das ist schon eine Hammersache. Und ich lenke mich halt so ein bisschen hier mit LKW-Fahren ab. Mittlerweile ist es auch so, dass man einigermaßen wieder geradeaus denken kann, aber es ist halt irgendwie, man legt sich abends hin, man möchte schlafen und irgendwie scheint das Gehirn zu denken. Die Frage ist nur, über was? Du hast keine Bilder, du hast gar nichts. Es geht alles irgendwie nur drunter und drüber und schlafen ist nicht, was auch immer dein Gehirn dort treibt. Bei Facebook auch wieder ein Post gewesen, wieder ein junger Mann verschwunden, der gesucht wird. Ich wünsche den Angehörigen, dass er heile wieder auftaucht. Definitiv. Man kann sich nicht vorstellen, ich sag jetzt einfach mal Stress, aber was das wirklich für eine Tortur ist.
Wenn jetzt Opa oder Danke fürs Ausbremsen. Wenn jetzt Opa oder Oma sterben, weil sie, keine Ahnung, schon 90 sind oder sowas, ja, das sind alles Sachen, wo man mit rechnet. Aber solche Geschichten und dann noch Gewaltverbrechen, das geht gar nicht. Du drehst wirklich ab irgendwie und du musst dich mit irgendwas ablenken und dafür nutze ich halt den Euro-Truck-Simulator. Im Übrigen habe ich mal bei Aerosoft, glaube ich, ist es, ne, angefragt, wie das mal aussieht, ne, mal so einen schicken Lizenzschlüssel für den Fernbus-Simulator. Man wollte sich meinen Kanal mal angucken, ob man es gemacht hat, weiß ich nicht. Fakt ist, einen Schlüssel habe ich noch nicht, aber auch keine Rückmeldung dazu. Man hat mich zwar zweimal gebeten, ich soll mich melden, das habe ich dann auch getan. Aber ja, jetzt lässt es halt mal gucken, ob ich den dann eben auch fahren darf oder nicht. Ich glaube, SCS ist es relativ egal, was das angeht, aber es soll wohl doch Hersteller oder Softwarehersteller geben, die wirklich Wert darauf legen, dass man eine Lizenz hat. So, meine Katze hat sich heute auch ein Wolf gefreut, als ich wiederkam. Meine Güte, ist die verschmust heute. Und man wird gestupst und dann springt sie auf dem Schoß und klettert hoch und stupst die Nase und beißt ins Ohr und ach, halt die Goschen, die 5 Minuten schaffst du noch. Wir fahren erst 10 Minuten. Könnte natürlich Folgendes machen. Das Bett ist blau da oben, ne? Ein paar Minütchen haben wir noch. Wenn wir 15 Minuten fahren oder 13 oder 12, das ist ja nun mal erstmal Shitcoyano. Was wollte ich denn jetzt? Mein Gott. Genau. Hoppala. Wir fahren jetzt. Entschuldigung, Freunde. Wir fahren jetzt einfach mal bis zum nächsten Rastplatz. Da fahren wir raus. Da werden wir dann seine Ruhepause einlegen. Und in etwa kommt es ja mit der Zeit hin. Bleib doch mal auf der rechten Seite, weil du fährst wie besoffen. Nein, ich habe keinen Alkohol getrunken. Auch wenn mir vielleicht danach wäre, aber. Jetzt sagen wir aber mal dreist, ja du, einfach rausgezogen. Okay, wir müssen aber hier rein. Wir müssen hier rein. Die sind gesperrt, oder? Ja, dann fahren wir hier rein. Und dann bleiben wir hier an der Grenze und pennen. Das ist eine gute Idee. Warum blinke ich eigentlich? Ja. So, jetzt blinke ich, weil wir ziehen nämlich jetzt mal hier ganz rechts rüber. Jetzt sollten hier irgendwo LKW-Plätze sein. Hier, genau, guck mal. So. Ja, das war es auch schon für diese Folge. Ein bisschen kürzer als normal. Aber ich wollte euch nicht ohne irgendwas stehen lassen. Was geht denn da auf der linken Seite schon wieder ab? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir legen uns jetzt schlafen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao, ciao.